und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Jump Force Part. Freue ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In den letzten Part ging es wieder richtig ab, Freunde. Wir erfahren immer mehr und mehr über Galena, über Kane, über die Person, die uns hier so ein bisschen betrügt, und zwar Sanji an der Stelle. Ob er das natürlich jetzt bewusst macht oder ob das jetzt macht, weil er kontrolliert wird, das wissen wir noch nicht. Aber das werden wir jetzt wahrscheinlich gleich herausfinden, Freunde, weil wir jetzt natürlich eine Mission starten, die auf jeden Fall was mit ihm zu tun haben wird. Und ja, deswegen will ich gar nicht so viel Zeit verschwenden. Wir gehen gleich zu der Schlüsselmission, eine weitere Krise. Das hört sich sehr spannend an. Deswegen würde ich sagen, legen wir los. Zu schade, dass unser Chef vom Feind so bloßgestellt wurde. Du meinst, Sanji, ist das nicht eigentlich ein Problem von Team Beta? Was die Mahlzeiten angeht, hast du natürlich recht. Das Problem ist, wir können den Zutaten, die er gesammelt hat, nicht mehr vertrauen. Verstanden. Es besteht die Chance, dass alle Zutaten vergiftet sind. Was für eine Verschwendung, aber wir müssen sie wohl entsorgen. Schön, dass du es verstanden hast. Allerdings sind sich die anderen dieses Problem nicht bewusst. Es liegt also an uns, uns darum zu kümmern, und zwar schnell. Also müssen wir schnell irgendwas zu futtern herankarren. Wie? Ganz genau. Warum nochmal hast du mich um Kenjiro gewählt? Also mich um Kenjiro gewählt? Wäre es denn so schlimm? Was wäre es denn so schlimm, ab und zu mal mit einem heißen Babe zusammenzuarbeiten? Ich habe euch gewählt, weil ihr mit allen fertig werdet. Ich habe den Direktor bereits informiert. Jetzt zählt jede Sekunde. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Danke fürs Warten. Und, wie ist es gelaufen? Ich konnte zwar ein paar bergen, aber nicht so viele, wie ihr hofft. Ich nehme an, dass der Vorrat nach 3 Tagen aufgebraucht ist. Ich weiß nicht, ob die Venoms das geplant haben oder nicht, aber es war ein ganz schöner Schlag, dass unser Nachschublinie abgeschnitten wurde. Und wie lief es bei dir? So ähnlich. Überall gab es nur noch riesen Durcheinander. Wenn dieser Kampf noch weiter anhält, müssen wir uns eine Langzeitstrategie überlegen. Was geht? Dort drüben. Ich nehme an, wir können nicht so tun, als hätten wir nichts gesehen. Natürlich nicht. Ich hoffe doch, dass ihr beiden bereit seid. Okay, Freunde. Mit der Mission habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das als weitere Krise zählt. Aber gut, dann müssen wir da durch. Und ich glaube, das ist auch mit einer der ersten Missionen, wo wir nicht unseren eigenen Charakter spielen dürfen in einer Hauptmission hier. Das ist ja mal interessant. Aber wir spielen jetzt Kurapika hier gerade. Finde ich interessant. Okay, was sollen wir dazu noch sagen, ey? Natürlich brauchen die Leute auch was zu essen. Und natürlich können sie dem Essen, was Sanji da geholt hat, nicht vertrauen. Ich meine, das kann ja irgendwie vergiftet sein. Oder es kann auch, was weiß ich, verflucht sein oder so, was weiß ich. Da müssen sie natürlich drauf aufpassen. Aber ich würde es trotzdem essen. Ne, ich würde es nicht essen, keine Ahnung. Mann, Alter, die spammt ja des Todes. Was war das denn? Okay, Freunde. Diese Runde, die habt ihr gerade nicht gesehen. Das zählt einfach nicht, was da passiert ist. Wir probieren das jetzt einfach nochmal. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe das ja schon mal gesagt, Kurapika finde ich hier im Spiel einfach überhaupt nicht geil. Weil ich einfach sein Gameplay überhaupt nicht feiere und das mir auch irgendwie viel zu langsam ist. Anime-mäßig ist das natürlich ein cooler Charakter, habe ich absolut nichts gegen. Aber hier im Spiel ist es einfach die pure Hölle, mit dem zu spielen. Ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall einer der Charaktere, mit denen ich überhaupt nicht spielen kann. Aber da hat jeder wohl seinen Charakter, deswegen, das muss man dann einfach an der Stelle auch irgendwo akzeptieren. So, Rio, jetzt bist du mal dran. Rio zum Beispiel spiele ich übertrieben gerne, der Typ ist einfach nur geil. Den muss man einfach lieben. Alter, da kam das Kyurou Rasengan gar nicht gesehen. So, oh fuck, das war ein bisschen zu spät. Zack, zack, und noch ein Schuss nach oben, zack, und weg mit dir. Ich liebe einfach dem sein Moveset, allein sei es die Verfolgungsraketen oder sonstige Sachen. Der hat so coole Sachen drauf. Ah, okay, da hat die Charakterin auf jeden Fall nochmal Glück gehabt hier. So, jetzt nochmal mit der Schrotflinte, zack. Und weil ich so toll bin, noch auch mit der Pistole nochmal. Da kenne ich nix, einfach die Ladies abknallen. Zack, zack. Ach, Rio ist einfach super, ey. Einfach nur super, der Charakter. So viel dazu. Oh Mann, wie lange soll dieser Krieg denn noch andauern? Bis wir gewonnen haben, natürlich. Komm schon, es geht weiter. Ach, jawohl. Ihr zwei wart eine große Hilfe. Ihr wart echt die Rettung. Allerdings, morgen früh müssen wir wieder raus, um Essen zu sammeln. Genau, bis diese Sanji-Sache geklärt ist, sind wir fürs Essen zuständig. Aber denkt dran, das darf keiner erfahren. Okay, Freunde, diese Mission, die stempeln wir absolut als Filler-Mission ab. Ich meine, wir haben erstens nicht mal gesehen, wie sie Essen überhaupt angeschafft haben. Zweitens war das einfach eine der unnötigsten
Missionen, die wir bis jetzt hatten. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, keine Ahnung. Es bringt halt absolut gar nichts so für die Story. So gar nichts, aber okay. Müssen wir halt durch, Freunde. Jetzt geht's hier weiter. Suche nach Sanji in Paris. Das wäre die nächste Sache. Aber oder auch in Mexiko. Wir fangen erst in Mexiko an, ist die oberste Mission. Deswegen ab nach Mexiko, Freunde! Otto! Darika Tomoeba, Itzoya no Gaki Janeka! Wer weiß, Freunde, vielleicht will Sanji auch gar nichts Böses und wollte Blackbeard zum Beispiel nur zu seiner Geburtstagsparty einladen oder so. Und hat ihm vielleicht sein Geburtstagsgeschenk gesagt, was er sich von ihm wünscht. Ich könnte mir jetzt bei Blackbeard vorstellen, dass er sich von ihm so ein Stück Torte aus seiner Hose wünscht. Ich meine, versteckt er nicht in seiner Hose auch Torte? Hat er damals auch gemacht, also von daher würde mich das nicht wundern. Und passt natürlich auch, oder? Ich meine, dass Sanji natürlich so ein bisschen Eichelkuchen probieren kann. Das wäre doch was. Vielleicht kann er dadurch ein neues Rezept erfinden. Man weiß es nicht. Man munkelt so ein bisschen, Freunde. Jetzt muss ich ein bisschen warten hier, bis ich wieder Energie habe, um mal ein bisschen hinzuspritzen, weil ich traue mich nicht hin. Doch, ich versuche es jetzt einfach, komm. Dieses dumme Blocken die ganze Zeit, gell? Das ist so ekelhaft. So, da kenne ich nichts. Komm her. Ah, nochmal. Sprint. So, und jetzt probieren wir es auf jeden Fall wieder mit Ulti. Ich will meine Göttertempo sehen. So, aber jetzt müssten wir ihn treffen. Ja, natürlich. Sehr schön. Oh, liebe ich es. Bei Blackbeard sieht man einfach fast gar nichts, weil der so groß ist. Und tschüss. Alter. Da kenne ich nix, Freunde. Aber hey, wer weiß, Freunde. Glaubt ihr auch, dass es vielleicht eine Einladung zum Geburtstag war? Man weiß es nicht. Man munkelt auf jeden Fall. Man munkelt.大丈夫ですか、マスター。長官からです。無事か。はい。マスターは無事です。たった今、黒ひげとの交戦を終えたところです。サンジさんらしき姿を目撃しましたが、逃げられてしまいました。そうか、わかった。ひとまずベースキャンプへ戻ってくれ。了解しました。これより、アンブラスベースへ戻ります。マスター、早く戻りましょう。 Also wir haben Sanji schon mal in Mexiko gefunden, das ist ja schon mal was. Aber jetzt gehen wir nochmal nach Paris, Freunde, und gucken mal, ob wir da ihn vielleicht nochmal finden. Ich meine, Paris ist ja dafür bekannt, dass es dort eine sehr gute Küche gibt. Da könnte es sehr gut möglich sein, dass wir Sanji dort auf jeden Fall finden werden, Freunde. Deswegen ab nach Paris. Okay, Freunde. Auch hat er jetzt wahrscheinlich Toguro versucht einzuladen zu seinem Geburtstag. Sah natürlich sehr danach aus. Und das Geschenk, was er von Toguro haben wollte, ist auf jeden Fall eine Terminator Blu-ray. Ich meine, Toguro ist ja dafür bekannt, der Wurzel-Terminator zu sein. Dementsprechend würde es natürlich passen, wenn er ihm dann auch natürlich die Terminator-Reihe als Blu-ray-Version schenkt, dass Sanji auch mal ein bisschen Blu-rays auf der 1000 Sunny gucken kann, Freunde. Ich weiß, ich laber hier vielleicht auch ein bisschen Quatsch oder so, aber der ein oder andere Theoretiker-YouTuber würde jetzt wahrscheinlich eine Theorie raushauen. Und das ist eben meine Theorie. Ihr könnt den Wurzel-Terminator sehen. Oh Mann, ich laber so einen Scheiß, ey. Das ist nicht mehr normal. Oh Mann, ey. Beenden wir das Ganze mit Willensbrecher. Nein! Vor seinem Gesicht. Und nochmal. Zack. Tschüss, Alter. Bitteschön. Mitten in deine Eier und runter nochmal. Halleluja, ey, was da los, ey? Da kenne ich nichts, Freunde, da kenne ich absolut nichts. Master, Replika des. Yahari, Sanji-san wa. Okay, Freunde, wir haben wieder alle Missionen geschafft. Wir können jetzt gleich mal wieder wahrscheinlich zu Director Glover, denke ich mal. Yep.
Dann düsen wir doch gleich mal dahin, Freunde. Diesmal nehmen wir das Motorrad. Ich glaube, das ist das Motorrad von Bulma hier. Egal, nehmen wir einfach. Und düsen zu Direktor Glover. Glover. Muss ich mal gucken, wie viel Geld habe ich denn? 12.000. Wir können ja noch mal ein paar neue Attacken kaufen gehen. Ja, die Attacken, die ich jetzt aktuell habe, die würde ich jetzt nicht ganz gerne nutzen wollen. Alter, sollte das ein Saitama sein? Tatsache. Alter. Ey, Leute, ich find's zu... Leute, da läuft einfach noch ein Saitama. WTF. Was ist das denn für ein Lack, Alter? Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, ich finde es super kreativ, wie manche Leute sich hier irgendwelche Charaktere zusammenschustern und so, um nur den dann in dem Spiel zu haben. Ich finde das manchmal echt lustig, wie viel Mühe sich die Leute da auch dann geben. So, was können wir denn für Attacken nehmen? Ich würde mal sagen, ganz klassisch einfach mal hier so den Gellig-Strahl, oder? Dass wir mal so eine fette Strahlattacke mal wieder haben, haben wir schon länger nicht mehr gehabt. Nehmen wir gleich mal mit. So, diese ganzen Schwertangriffsattacken, die mag ich überhaupt nicht, deswegen lasse ich die auch raus. Was haben wir denn noch hier so drin? Höllengranate könnte mal cool sein. Ja, die nehmen wir auch noch mit rein. Und dann haben wir noch, dann brauchen wir noch so ein perfektes Dings hier. Wie heißt das? Das ist die? Ne, perfekte Attacke müsste das, glaube ich, sein, dieser Sprint. Genau, das ist der von Cell. Den nehmen wir natürlich auch nochmal mit. Dann haben wir auch nochmal einen neuen Sprintangriff. Weil Sprintangriffe nehme ich immer mit. Mindestens einen. Dass wir da auf jeden Fall ein bisschen Schutz haben. Weil das ist für mich immer eine der stärksten Sachen überhaupt hier in dem Spiel. Und deswegen nehme ich das auch auf jeden Fall immer mit. So, perfekte Attacke. So, auf Viereck machen wir auf jeden Fall den Gellig-Strahl rein. Zack. Und bei Dreieck machen wir dann auf jeden Fall, das müsste weiter oben auch wieder sein, machen wir, wo ist das denn? Die Höllengranate war es, glaube ich, oder? Ja, die Höllengranate war das, genau. Die Höllengranate von Piccolo. So, Göttertempo lassen wir noch drin. Das ist noch relativ neu. Das gefällt mir auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir aber zu Glover. Ripsy. Guck mal hier. Wie ich mit Tricks hier runterfahre. Ich bin richtig krass, Freunde. ちょうどいいところへ来てくれた。サンジの行方を追っているところをすまないが、悟空たちアルファチームが現在フリーザと交戦中だ。君にも救援へ向かってほしい。転送完了しました。わあ、いいとこに来てくれたな。フリーザ、覚悟しろ。さすがの私も 3人相手は骨が折れますね。だったらこういうのはどうでしょう。何？あっちもこっちもフリーザだらけだ。レプリカか。ええ、ベノムズの指揮官であるカインと お近づきになりましてね。驚かされましたよ。あの本の力には。本？カインの持つ黒い本のことか。<笑>察しがよろしいようで、あの人の持つ黒い本、オニキスブックとあなた方が懸命に集めたコズミックキューブのおかげで忠実な手下を手に入れることができました。リザ、 おめえ、カインに協力して何企んでんだ。あの人が何をしようとしているかは知りません。私は彼の力を利用しているだけですからね。この星の生命体を根絶やしにするために。ソン、これ以上奴の戯言に耳を貸すな。ああ、そうだな。行くぞ。さあ、皆さん、相手をしてやりなさい。 Ich sag's euch, Freunde, in dem Buch, da ist 100% das Jutsu, der Shadow Clone Jutsu drin. Das hat Freeza jetzt gelernt und kann jetzt Jutsus anwenden, wie aus dem Naruto-Universum. Und hat sich da auf jeden Fall ein paar Kopien erstellt. Heftiger Typ. Und ich krieg so viel Schaden, ey, das ist ja nicht mehr normal. Junge, übertreib halt. Höllengranate, la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 . Alles klar, das war's absolut, Alter. Ich bin wahrscheinlich tot. Alter, ich lebe noch. Okay, erstmal unsere Kräfte entfachen. Jetzt, wow. Das hat ja sehr lange gedauert, Freunde. Sehr lange. Freunde, ich muss nach diesem Part auf jeden Fall, offscreen ein paar Missionen machen. Also diese Nebenmissionssachen. Und muss einfach ein bisschen leveln, weil ich mache sau wenig Schaden. Und wenn die mich angreifen, kriege ich extrem viel Schaden. Das ist ja nicht mehr normal, ey. Das ist ja schon ein Trauerspiel, wie das hier abläuft, Freunde. So, perfekte Attacke. Mal gucken, wie das mit meinem Charakter aussieht. Ja.
Okay, kann man sich auf jeden Fall mal geben. So, Galligan. Oh, schieß ab, schieß ab. Scheiße, die Teil. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das trifft. Alter, wie viel Schaden das macht. So, Höllengranate, probieren wir es mal. Mann, er setzt hier Taki schon wieder ein. Blöde Kackfresse, du da hinten. Goku, schieß mal. So, jetzt möchte ich die Scheiße nochmal einsetzen. Wenn ich schon dabei bin, die einzusetzen, dann will ich das auch mal richtig machen. So, zack. Was, der ist alle nach... Das trifft mich, ich bin wahrscheinlich jetzt wieder tot. Oder ich kann mich noch blocken. Ne, ich bin sowas von tot. Oh mein Gott, Freunde. Oh mein Gott. Das ist jetzt echt das erste Mal, dass ich bei einem Gegner zweimal gestorben bin, ey. Aber das meine ich. Ich mache einfach zu wenig Schaden. Aber was den Schaden von dem betrifft, ich habe gerade geschützt und habe so viel Schaden bekommen. Guckt euch das mal an. Alter, hör auf, Mann. Ich bin gleich wieder tot, ey. Oh mein Gott, ey. Ich habe keinen Bock zu verkacken. Kein Bock. Hau ab. Zack. So, Goku. Jetzt ein. Dankeschön. Noch ein Sprint dazu. Zack, getroffen. Sehr schön. Mann, jetzt lasse ich keine Gnaden. Wir machen ja auch keine kleinen Späßchen mehr. Nichts mehr. Hier gibt es jetzt volle Karacho, Alter. Oh, nochmal. Hau ab. So, weil das so schön war, machen wir noch den Galligan hinterher. Zack. Okay, wir haben nicht getroffen, aber er trifft natürlich. Jetzt wäre es ganz gut, wenn wir noch mit unserer Ulti treffen. Ich glaube, wir treffen, weil er sprintet. Ja, sehr gut. Puh, aber es macht nicht viel Schaden. Ihr seht es ja gerade. Alter, wie wenig Schaden, ey. Ich wette, wenn er mit seinem Todesball jetzt trifft, dann bin ich tot. Dann bin ich tot. So, Goku zusammen, Gellig und Kamehameha. Hat einfach nichts gebracht, Freunde. Ich habe echt Angst. Wir müssen es schaffen, ja, er hat seine Attacke eingesetzt. Puh, das war echt... Das ist jetzt der schwierigste Kampf. Weil Freezer einfach zu viel Schaden macht. Er macht einfach zu viel Schaden. Aber wir haben es geschafft, Freunde. Das ist das Wichtigste. Ach, Freunde. Eine Runde hat nicht gereicht. Beziehungsweise jetzt noch eine Runde. Super. Da freue ich mich ja total drüber. Alter, obwohl ich schütze so viel Schaden. Aber wir machen jetzt gerade auch ein bisschen mehr Schaden jetzt auf jeden Fall. Ich glaube, das ist... Okay, ein Klon ist das nicht. Das ist schon das Original hier. Komisch. Egal, soll mir recht sein. Alter, warum mache ich blöd so viel Schaden jetzt? Finde ich geil. Komm zusammen, Goku. Bam, Alter. Alter, wenn man das zusammen macht mit Goku, sieht das doch tausendmal geiler aus, ey. Müsst ihr selber zugeben, Freunde. Das ging ja relativ schnell hier. Akiramero, Frieza!今度こそおめえの負けだ。それはどうですかね。これからがお楽しみの始まりですよ。何のことだ。それはすぐに分かりますよ。待てフリーザ。せいぜい楽しみなさい。 待つんだ、ソン。フリーザの言葉が気にかかる。一旦ベースキャンプに戻り、長官に報告だ。しょうがねえ。わかった。戻るぞ。どうなってるんだってばよ、長官。世界各地で黒ひげとおぼしき者が暴れているとの報告が届いている。黒ひげのやつが？フリーザの言ってたレプリカか。どうやらそのようだ。 フリーザに続いて黒ひげもベノムズと手を組んだと考えていいだろう。偽物ならどうってことね。だが数が多すぎる。ここはみんなに手分けしてことに当たってもらう。よーし、片っ端から倒してやるってばよ。頼んだぞ、みんな。ちょっといいか。君にぜひお願いしたいことがある。 いつもと違って静かでいいわ。騒がしいJフォースの連中もいなくて気分がいい。ねえ、サンジ。ああ、アンジェラちゃん。やはりこういうことだったか。あら、 みんな出撃したはずじゃなかったの？ええ、みんな今頃レプリカと戦っている頃ですよ。僕を除いて。それでアンジェラ。アンジェラ？
ああ、そうね。この子はそんな名だったわね。どういうことだ。姿は少し変えているけれど、この子は私のレプリカ。私の思うままに動く操り人形よ。つまり今の君はアンジェラではないということか。ええ、そうね。私の本当の名はガレナ。カインと一緒にいるの。自己紹介はこの辺でいいかしら。やることがあるの。みんなが出撃するのを見計らい、手薄なベースキャンプを叩く。種を沸かせばどうということはない。ええ、そうね。それでも結果はご覧の通り。私の思い通り。花火はまだまだ続くわよ。他の J フォースたちが異変に気づいた頃にはもう帰る場所はない。さあ、そろそろあなたにも消えてもらおうかしら。そういうわけにもいかないのさ。これは。待ってたぞ、サンジ。やるじゃない。シンプルながら悪くない仕掛けだったろ。そうね。サンジ、前に出なさい。サンジ。チクショウ、サンジ、目覚まさせてやるぞ。So, der Löffelschwinger kriegt natürlich jetzt auf die Fresse, Freunde. Oh, Galena ist auch hier dabei. Das ist cool. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die jetzt auch hier mitkämpft oder so. Ich hätte einfach gedacht, dass es ein Sanji-Kampf ist. Aber das ist cool. Gleich gegen Galena kämpfen. Nice, Alter. Oh, Mann, ey. Ich freue mich schon, wenn man die auch spielen kann, ey. Also natürlich im lokalen Modus, jetzt nicht in der Story. So, erstmal gucken, ob wir mit unseren neuen Attacken was anrichten können. Hier, Galena, fress das, Alter. Und tschüss. Gib uns unseren Sanji zurück. Ruffy, Red Hawk und Gallagher noch dazu. Alter, was ist das denn für eine Attacke? WTF? Oh mein Gott, wie viel Schaden das gemacht hat. WTF? Oh mein Gott, wir haben sie nicht getroffen. Und sie hat mich gegrabt, ich habe verloren. Ey, was ist das denn für eine Attacke gewesen? Ich habe das nicht mal kommen sehen, so schnell kam das. So, zweite Runde. Aber das gerade die Szene mit Light, das haben sie ziemlich cool inszeniert, finde ich. Also... Da hat Light auf jeden Fall einen guten Riecher gehabt und hat auf jeden Fall der Basis hier was Gutes getan, sagen wir es mal so. Alter, die Attacken von der, die sind aber auch geil. Ich will die Hampel meinen eigenen Charakter. Das sind viel coolere Attacken. Auch wie die sich hier wegtransportiert und so Zeugs. Ey, das sieht alles voll geil aus. So, Ruffy, ich brauch deine Hilfe. Zack. Sehr gut. In Kombination mit Ruffy haben wir auf jeden Fall getroffen. Und nochmal. Zack, schieß. Oh mein Gott, auf was wartest du? Oh mein Gott, war das knapp. Oh mein Gott, war das knapp. So, probier es nochmal mit einem Sprintangriff. Zack, erwischt. Lass mich nicht von dir verarschen. Ich habe letzte Runde schon verkackt gegen dich. Das war schon genug. So, das ist schon wieder diese komische Attacke hier. Davon dürfen wir uns nicht treffen lassen. Die zieht Unmengen ab, ey. Das ist ja nicht mehr normal. Die geht aber auch extrem weit, oder? So, Ruffy, komm mal her. Ich wollte eigentlich nicht zu Ruffy wechseln, aber egal, versuchen wir es. Wir versuchen es einfach, Freunde. Ich will jetzt hier nicht verlieren. Oder Zorro, komm du mal. So, dass Zorro auch mal ein bisschen was machen darf. Oh, shit. Boah, voll auch cool, dass ihre Klamotten kaputt gehen. Bei dem bisschen, was sie da anhat, da kann man nicht viel kaputt machen. Aber wenn man was kaputt machen kann, dann kann man eigentlich was kaputt machen. So, das war eigentlich nicht mein Plan. Das war auch nicht mein Plan. Jetzt verliere ich das noch. Nein, diesmal nicht. Komm her. So, ich hoffe mal, dass wir sie dadurch besiegen. Komm schon, kill sie. Sehr gut. Boah, Freunde. Ich hätte mir die Kugel gegeben, wenn ich jetzt nochmal verloren hätte. Das wäre zu viel für mein Herz gewesen. なんだこりゃ? サンジさん。
Angela-chan. Sanji-san. Sanji? ああ、もう大丈夫だ、面目ね。お前のおかげだ、ルフィ。それと、ありがとな。サンジ！どう、バカやめろ！言ってんだよ！世話かけやがって。おう、長官！サンジが正気に戻ったぞ！そのようだな。迷惑かけちまった。すまない。それで、ベースキャンプの方の被害は？アンジェラの所持していたオニキスブックらしき黒い本が爆発を起こし、研究施設がやられた。だがそれ以外の爆発はみんなが食い止めてくれた。サンジ、気にすんな。俺が一緒に謝ってやるからよ。すまね。どうしたんだ？ああ、ライトか。彼にはガレナの行方を追ってもらっている。彼ならきっとやってくれるだろう。なあサンジ、久しぶりにうまいもん作ってくれよ。ああ、とびっきり性のつくディナー作ってやるよ。俺を操りやがったクソ野郎どもに、お返しもしなくちゃ気が済まねえしな。やったー！ようやく戻ったか。ええ。それで、守備はどうなんだ？ベースキャンプ機能の完全停止にまでは至っていないわ。ほう。お前にしては珍しいな。で、どうするつもりだ？彼女のことは、少し待ってくれないか？お前は…一般人が迷い込んだ、というわけではないようだな。ああ、僕は八神ライト。あなたに話があってやってきた。俺を倒しに来たわけではなさそうだな。いいだろう、話を聞こう。今回彼女の作戦は惜しくも失敗した。あなたのせいでね。しかしアンブラスベースに少なからずのダメージは与えた。それに加えて大量のコズミックキューブを入手し、そのおかげでレプリカの大量生産も叶った。そうだろう。それで収穫はゼロではなかったということか。お前の言っていることは正しい。だが八神ライト、なぜお前がガレナをかばう？簡単なことさ。彼女はベノムズにとって必要な戦力。ベノムズがこのままいてくれることは僕にとって都合がいいんだ。ふん、面白い。ガレナ、こいつに礼を言うことだな。八神ライト、お前をベノムズへ迎え入れる。感謝するよ。よく来てくれた。アンジェラ、いやガレナが持ち込んだオニキスブックらしき黒い本によって、研究施設が爆破された影響で一時的にベースキャンプのシステムがダウンした。現在全力で復旧作業を進めている。状況は厳しいが、みんなには引き続き尽力してほしい。ありがとう。早速だが新たな任務だ。フリーザ黒ひげに続き、ジャンプ世界から現れる敵たちがレプリカを率いて世界中で暴れている。指揮系統の混乱、戦力の消耗も見られる現状だが、
奴らに好き勝手させるわけにはいかない。君にもぜひ協力してもらいたい。期待しているぞ。Uff, Freunde, was soll man dazu noch sagen, ey? Was war das denn alles jetzt hier für ein Spektakel, ey? Das ging ja absolut ab, ey. Das war ja nicht mehr normal. Und jetzt ist das schon wieder der Fall, dass das Spiel einfach abstürzt. Wollt ihr mich gerade verarschen? Was ist das denn? Jedes Mal, wenn ich den Part beenden will jetzt, oder was? Ist das jetzt das neue Ding oder so? Ist ja krass. Ist ja wirklich, wirklich krass, Freunde. Gut, nochmal ins Spiel reinzugehen wäre jetzt sowieso dumm. Deswegen lassen wir das jetzt einfach. Ja, wir sind jetzt Kapitel 6, Freunde. Jetzt geht's richtig rund. Anfangs war echt so ein bisschen stotternd das Ganze, so ein bisschen, wie das alles angefangen hat. Aber jetzt Schlag auf Schlag passiert irgendwas. Und das mit Light Yagami, ich weiß noch nicht so ganz, ob er wirklich zu Kane jetzt übergelaufen ist oder ob er wirklich nur spionagemäßig zu ihm übergelaufen ist, sondern dass das so ein doppelseitiges Blatt ist. Da warte ich mal noch ab, Freunde. Aber ich könnte mir echt vorstellen, dass der so ein Doppelspion-Dings jetzt abzieht, dass er so tut, dass er bei Kane ist. Aber die Information dennoch an Glover weitergibt. Aber mal gucken, Freunde. Mal gucken, wie sich das noch entwickeln wird. Und ja, ich möchte den Part jetzt aber an dieser Stelle beenden. Das hat sowieso abgebrochen, von daher kann ich nichts mehr groß machen. Abgespeichert hat es auf jeden Fall auch. Und ja, wenn ihr irgendwelche Meinungen habt, gerne in die Kommentare. Ansonsten noch einen Daumen nach oben geben, würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.